But I wouldn't have it any other way. If we're knocked out, I go the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches, or toe to toe. We're always on the ropes. Worse or better, we can't stop, we can't stop. Worse together, we're better. So, Leute, heute ist Sonntag. Und heute kommt natürlich wieder ein Video. Aber Vlog habe ich nicht geschafft zum Schneiden, weil Häckseln und so. Also, was gibt's denn heute? Heute gibt's ein kleines Spezial. Und zwar hat Lisi, da oben sitzt sie, meine kleine Frau, hat gestern zum ersten Mal gehäckselt oder ist zum ersten Mal Häcksler gefahren mit einem Krone Big X630. Das Ganze habe ich für euch aufgenommen und das gibt's heute als Spezial. Also freut euch drauf. Heute mal mit Lisa in der Hauptrolle. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und wir sehen uns im nächsten Vlog. Bis dann. Ciao, ciao. Nein, nein. Ach Mann, wirklich jetzt. Tipp mal einmal nach vorne. Nee, erstmal nicht. Jetzt geht's rund. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Wirklich. Jetzt muss ich auch noch das Kack-Mikrofon hier tragen. Das ist nicht das Kack-Mikrofon. Ich hasse euch. Genau. Hier zum Vollhorst, ne? Ein Tipp kannst du noch. Völlige Eskalation. Ich guck jetzt nicht, ich kann nicht auf den Chat jetzt gucken. Ich muss mich konzentrieren. Fährst, ins Lenkrad eingreifen und dann umdrehen. Hier umdrehen, ne? Ja.
Kann ich jetzt schon voll? Ja, ne, der kommt auf schnelle Fassung. Ach ja. So, jetzt lösen. Lösen heißt ach so, okay. Bisschen langsamer fahren. Langsamer, langsamer, langsamer. Genau, jetzt machst du Auto wieder rein. Da, ne? Und dann? Genau. Hier? Ja. Und dann? Bleibt alles drin? Ja. Jetzt fahre ich erstmal langsam rein und dann gucken wir mal, wie er sich hat. Und dann können wir immer noch schneller werden. So, jetzt kann ich ein bisschen... Ja, jetzt kannst du ein bisschen Gas geben. Lisa, das machst du super. Prima, Lisa. Powerfrau. Oh, nicht ins Mikrofon fassen. Ja, das Schlimme wird ja nachher, den Hänger richtig voll zu machen. Manuell. Kannst du einmal nach vorne tippen? Schwer raus, ne? Vielleicht schon. Ein bisschen gerade. Du musst ungefähr mal sogar die Ecke in die andere Ecke ansteuern. So? Ja, genau. Nee. Stopp. Anhalten. Du musst selber erst gerade fahren. Ach so. Du kannst nicht einfach so nach dem Motto hinschmeißen und jetzt mach du das. Schade. Ja. Du musst so selber ein bisschen gerade fahren. So, und wenn du hier ruhig gerade ausrollst, dann kannst du ihn reinmachen. Aha. Okay. Großen Respekt an Lisa. Oh. Nach vorne? Oder ist gut so? Reicht. So einen nimmt der Häcksler. 12 Reiher, 9 Meter. Mega, Lisa, das machst du sehr gut. So. Bescheuert. Kannst du einmal nach vorne tippen. Marek, nochmal
danke für 200 Bits. Ist sie bescheuert? Norbi, vielen Dank für deine 50 Bits. Also Marek hat was eingeführt mit der 50 Bits. Ja. Scheiße. Und? Autofill? Ist noch drin. Ah. Achso, nee, war ja gar nicht drin. Du hast ihn wieder reingemacht, versehentlich. Au. Ja, aber es war ganz gut, so hat er gleich den Hänger getroffen. Und die sind aber wirklich schwer zu befüllen, ja. Diese kleinen Handwagen. Macht halt Spaß mit Berge bauen. Ja, das glaube ich, wenn man das Gefühl raus hat und den Dreh raus hat, ja. Jetzt musst du mir sagen, was ich drücken soll. Jetzt einmal nach links, den Joystick. Sehr gut. Jetzt machst du einmal die Dritte runter. So. Tausch mich wieder zurück? Nö. Schade. MacPom Gamer, vielen Dank für 50 Bit. Matthias, 5 Abos, Dankeschön. Norbi, vielen Dank für 50 Bits. So. Da bist du einfach up to date. Ich drehe den nochmal so ein bisschen ein Stück zurück. Muss ich sagen, die zu befüllen. Immer wieder fasziniert, wie der Hexer den Mais nimmt. Ich hatte mal 3 Pflanzen auf dem Balkon, habe 5 Kolben geerntet und ich brauche eine dicke Zange, um zu entsorgen. Noch einmal nach vorne tippen. Kannst du noch mal ein Bild machen? Dann könnte ich nämlich auch bei Duelo posten.
da baut sie. Vielen Dank. Zuschauerrekord geknackt. 1315. Ach du Scheiße. Soll ich jetzt manuell machen? So, dann lass ich das mal laufen. Okay. Jetzt einmal einen Tipp nach vorne. Nee, nicht nach oben, nach vorne. Rechts, rechts. Du lässt es an die vordere Hängerkante spritzen und der Berg baut sich nach hinten auf und schwappt über. Ja, weiter nach vorne geht nicht. Ich bin schon ganz vorne. Kannst du einmal nach vorne tippen? So, jetzt kommt dabei nach hinten drehen. Warte mal. Ach, Scheiße. Ja, das darf man halt auch nicht vergessen, ne? Aufpassen, der kommt immer zum Ende, immer so, so dicht. So, mach mal rein. Vergiss mich nicht.
Stream bist du doch inzwischen, oder? Den lass mich mal machen. Ja, das ist sehr eng hier. Achso, müssen wir gerade rüber, oder? Krass, was die kleinen Pflanzen zum Teil für riesen Kolben dran haben, ist oder? Ja, der meist Platz hat, ne? Ja. Und der kleine, der hat sogar drei Pflanzen dran. Ah ne, stehen zwei direkt hintereinander, aber trotzdem. Der eine hat trotzdem zwei Kolben. Das sind kleine Pflanzen und so eine riesen Kolben. Die haben die Schweine gewühlt. Nein, das Handy in den Chat. Naja, du weißt. Oh Gott, Leute. So, das rote Kabel einmal, warte mal. Das rote Kabel einmal rausziehen. Dann ziehst du es raus. Das rausziehen? Ja. Okay. Steckst du den ein. Okay. Abwinken kannst du schon so gut wie Hannes, ja. Da habe ich mir schon ein paar Mal abgeguckt. Du bist stolz auf mich, danke. Ich bin echt am Schwitzen. Ich bin ganz schön am Schwitzen, muss ich sagen. Ist gar nicht so einfach. Alex, no pressure, ne? Oder wie heißt das? No pressure. Shift-Taste? Ja. Und nach vorne.
man das erste Mal, ja. Oh Gott. Es ist schon gewaltig. Vor allen Dingen, ich habe halt immer die Angst, ich mache irgendwas kaputt. Ne? Und das ist ja dann auch immer alles gleich so teuer bei so großen Maschinen. Und dass ich mich zum Löffel mache. Ich will mich nie zum Löffel machen. Definitiv, Leute. Hört auf, das zu schreiben, das macht mich noch nervöser. Genießt einfach die schönen Drohnenaufnahmen von Hannes. Verwirrt damit, dass du gesagt hast, links drücken. Achso, jetzt muss ich ja die Shift-Taste wieder machen, um nach vorne zu fahren. Da muss man immer ganz schön rabiat das umdrehen, finde ich, ne? Kann ich jetzt schon? Ja, ne? Ganz langsam daran rollen. Okay. Jetzt runterrücken. Dann muss ich noch irgendwie Turm drücken, irgendwas? Nee, ne? Autofill? Ja, ist drin. Ist drin. Und den kann ich wieder nach vorne. Ja. Vorne? Oh.
halt tatsächlich auch in die Kamera gucken, ansonsten siehst du das auch nicht, ne? Nee. Wenn du zum Turm guckst, also zum Zoo, zum Hängen, dann siehst du das nicht. Hier ist eine andere, geht noch ein bisschen, ne? Nee, jetzt dann erstmal stehen lassen können. Ach so, sah schon so doll aus. Erstmal mehr kommen lassen. Wenn der Fahrer dir die Möglichkeit gibt, ganz vorne zu beladen, der nutzt die Chance auch. So? Aber ist doch jetzt ziemlich voll. Jetzt kommst du schon nicht mehr nach ganz vorne. Nee. Weil er jetzt durch. Jetzt soll ich nach links drücken? Nee, also lass einfach mal. Er lässt gerade durchlaufen. Mach jetzt ein bisschen nach hinten. Dann schicke ich weg. Hab ich doch gedrückt. Ja. Er kam ein bisschen zu weit rüber. Ach so. Deswegen. So, was muss ich jetzt? Ja, ich mal den Turm weg. Einsaugen, weißt du? Ach so. Hat das Ding noch, ist noch an, ne? Weil es ist ja grün. Ja, ich hab hier reingemacht. Darf ich schneller fahren? Dann mach ich das. Verstehe ich ja. So, da musst du zum Ende vielleicht ganz klein mitlenken. Musst du sagen, wann? Ja, wenn die Ecke so, ne? Jetzt. Dann noch, warte mal, willst du sonst weiterfahren? Ja, warte mal. Weil das ist jetzt ein bisschen blöd. Habe ich das blöd für ihn gemacht, dass er nicht umgekommen ist? Ich wollte nur, bis wenn du sagst, jetzt, dann kann ich drücken, so wie vorhin. Du musst ja gerade kriegen, sonst fährst du hier immer eine Kurve. Ja.
jetzt bei Fabi das Silhouette sehen, ne? Ja. Willst du? Wenn ihr uns in die Quere kommt. Ich wollte jetzt auch nicht so schnell fahren. Drücken. R? R. Wo ist denn ein R? Da steht R drauf.